meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 17. Adventskalendertürchen ein englisches Buch vor, The Haunting of Evelyn Jones von Phil Hikes. Ein Buch, das ich bei der lieben Steffi vom Buchschnack entdeckt habe und es mich nicht mehr losgelassen hat. Ein wunderschönes englisches Cover. Das Cover ist im Übrigen auch dran schuld, dass es die englische Version wurde und nicht die deutsche, denn ich finde das deutsche Cover, finde ich überhaupt nicht gelungen. Und ja, es war mal wieder ein englisches Buch. Es ist ein Kinderbuch, also es ist wirklich so für Kinder ab, ich würde vielleicht sagen, 8 irgendwie geeignet. Es hat so einen gruseligen, herbstlichen Schauer und das hat mich total angesprochen. Und seitdem ich dann auch dieses Buch gelesen habe, ist noch ein anderes englisches Buch bei mir eingezogen und ich habe mir fest vorgenommen, für das neue Jahr mehr Geschichten in Englisch zu lesen. Aber kommen wir zu Evelyn Jones. Ja, wir haben hier ein junges Mädchen, das mit ihrer Mutter zu ihrer Tante fährt, denn die Mutter fährt weiter zur kranken Oma und sie wird jetzt erstmal bei ihrer etwas penibleren Tante wohnen. Sie selbst ist ein absoluter Bücher-Junkie und hat eine Vorliebe für Geister-Gespenster-Geschichten. Und so entdeckt sie auch in diesem kleinen Fischerdörfchen ein Buch mit so Legenden und Geschichten, aber die letzte Geschichte fehlt. Und irgendwas geht in diesem Städtchen sowieso vor, denn warum stehen hier überall so eine Art Puppen, die aussehen wie Menschenkinder, aber vielleicht irgendwie gruseliger sind und das alles so kurz vor Halloween. Ach, es ist gruselig. Ja, es ist eine dünne Geschichte. Allzu viel möchte ich natürlich gar nicht verraten, außer dass es mich wunderbar gegruselt hat. Ich habe diese Geschichte geliebt. Also sie hat super viel Spaß gemacht. Ich fand wirklich, dass man diese kindliche Neugier gespürt hat, dass die in einem ausgelöst wurde, dass man tatsächlich hinter jedem Schatten irgendwie ein Gespenst, einen Geist vermutet hat. Und ich fand es toll, wie dieser kindliche Blick auf die Dinge hier rübergebracht wurde. Es hat super viel Spaß gemacht, hier von Phil Hikes das zu erleben, die Geschichte erzählt zu bekommen von Evelyn Jones, die eben auf der Suche geht nach Legenden, nach Geistern und nach Gespenstern und sich auch ein bisschen gegruselt hat und man dann durchaus auch versucht wäre, einfach mal unter das Bett zu schauen, ob da nicht doch irgendwie was ein Ungeheuer lauert. Ich fand es großartig. Es hat natürlich dieses Kindliche, dieses Leichte, dieses Wunderbare, Neugierige, was man eben als Kind irgendwie an den Tag hat, dass man eben hinter jedem Schatten etwas entdeckt. Lasst euch von der Quietschtante hier nicht ablenken. Ich versuche auch nicht drauf einzugehen. Ach, anstrengend, aber es ist kein Gespenst. Nein, es ist kein Gespenst. Ich fand diesen Blick eben auf diese Dinge richtig, richtig toll. Es wird einem auch so warm und so kindlich und man spürt so richtig diese Neugier, die Evelyn Jones einfach erlebt und man hat sich selbst einfach nochmal wie 10 gefühlt. Ich fand es richtig toll. Und man hat den Fokus natürlich wunderbar auf die Momente, die wichtig sind. Es ist nicht so ausschweifend, es ist einfach auch ja richtig gut an den richtigen Momenten kurz gefasst, aber es ist eben deswegen trotzdem bildhaft. Also mit wenigen Worten schafft es Phil Hikes, hier eben auch eine Atmosphäre zu schaffen, die eben gruselig und so ein bisschen, ach, gespenstisch ist und die herbstlich ist und düster ist. Und das hat Phil Hikes hier wirklich wunderbarst gemacht. Und das alles so in einer Kindergeschichte, die aber doch irgendwie gruselig war. Also ich selbst mit ein bisschen mehr als meinen 10 Jahren fand es an manchen Momenten echt schaurig und ich mag ja auch so Geister- und Gruselgeschichten unglaublich gerne und ich fand das hier toll, in der Kindergeschichte verpackt zu haben. Und ich freue mich jetzt schon auf Band 2, den ich definitiv zeitnah lesen möchte und hoffe auch, dass es da weitere Bände auf jeden Fall noch gibt und ich bin da wirklich großer Fan. Also Evelyn Jones auch als Charakter so liebenswürdig, so nett, so neugierig, so wunderbar, wie sie sich auch in dieser kurzen Zeit entwickelt. Auch die Nebencharaktere wunderbar mit Tiefgang gezeichnet. Natürlich nicht so präsent oder zu extrem, weil es ist eben ein Kinderbuch. Da muss man natürlich immer den Fokus drauf legen. Und man kann sich die einfach auch alle so wunderbar vorstellen. Also vom schrulligen Buchhändler zur peniblen Tante über die Nachbarschaft, die so ein bisschen merkwürdig ist. Und es war einfach toll. Es hat super viel Spaß gemacht. Es hat mich wunderbarst unterhalten. Und das ist wirklich ein Buch, was definitiv ein Highlight ist, besonders auch im Genre Kinderbuch, muss man ganz klar sagen, wo ich ja in diesem Jahr doch so ein bisschen das ein oder andere gelesen habe. Und zudem hat es eben auch einfach die Lust auf englische Bücher wieder so ein bisschen in mir entflammt. Und das muss man dem Buch einfach doppelt hoch anrechnen. Und da haben wir auch schon das 17. Türchen hinter uns gelassen. Wirklich verrückt. Ach, da sieht man sogar noch das zweite Cover im Blau gehalten. Also ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte definitiv weitergehen wird. Nun wünsche ich euch einen wunderbaren 17. Dezember. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Türchen. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video, im nächsten Türchen wiedersehen. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss, eure Steffi.